Wahlkampf auch am 22. November in Texas. John F. Kennedy mit Frau Jackie und der texanische Gouverneur John Connally mit Frau in einer Wagenkolonne in Dallas. Es ist bekannt, dass Kennedy viele konservative Gegner im Süden der USA hat. Dennoch werden er und seine Frau von den Menschen auf der Straße bejubelt. Dann der Schock. Um 12.30 Uhr wird am Daly Plaza auf den Wagen geschossen. Connally wird verletzt, der Präsident durch einen Kopfschuss getötet. Die Welt steht unter Schock. Lyndon B. Johnson wird noch am selben Tag als Präsident vereidigt. Präsident Kennedy wird unter großer internationaler Anteilnahme in Washington beigesetzt.